Mein Name ist Sillinger Johannes, komme aus Deutschland. Ich heiße Manuel und ich bin aus der Nähe von München, aus einem kleinen Dorf, abgelegen in der Provinz, und wir haben nur 500 Einwohner. Ja, ist mein erstes Mal in Russland, aber war eigentlich ein Plan, anders herzukommen. Normalerweise bin ich zum Skifahren schon ein paar Mal nach Russland, oder hätte ich nach Russland kommen sollen, und jetzt musste ich einmal mit den Freunden hierher kommen. Das erste Mal, wo ich hier war, hat mich der Verkehr überrascht. Es war sehr viel los, viel Verkehr, schlechte Parksituation. Es hat sich sehr verändert in den Jahren, und es ist besser geworden, es ist sauberer, sehr schön. Man kann sich dann als Deutschland könnte sich da noch etwas abschauen. Mir war es nicht ganz so bewusst, wie warm es im Sommer auch sein kann. Winter hat eigentlich der meiste Deutsche im Kopf. Man denkt meistens eher an die kalten Tage in Russland, nicht so, dass es im Sommer ähnlich wie in Deutschland auch ist. Also Deutschland hat dieselben Temperaturen im Sommer und dass es sich sehr ähnelt. Der Deutsche denkt, glaube ich, mehr, dass Russland kälter ist, als es eigentlich ist. Meine Mutter mochte Russland immer sehr gerne. Sie hat sehr geschwärmt. Sie war begeistert vom Land, der Schönheit des Landes, den Leuten. Mein Opa hat das Ganze verstärkt. Der hat auch immer dasselbe erzählt, und sie hat mir immer empfohlen, mal nach Russland zu gehen. Und ich war jetzt inzwischen sehr häufig hier und kann das Ganze bestätigen. Es ist wirklich sehr schön. Nein, ein normales Reiseziel. Muss ich kurz überlegen, hat mich was überrascht? Nein, war eigentlich ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe keinen Dichter bisher gekannt oder gelesen, keinen russischen Dichter, aber das liegt daran, dass wir in Deutschland auch nicht viel mit dieser Literatur zu tun haben. Wir lesen auch selbst nichts von Goethe oder Ähnlichem. Nur in den höchsten Schulen wird mal was gelesen davon, aber nur ein Werk und sonst nicht besonders viel. Also es ist nicht so populär in Deutschland, vor allem bei der Jugend oder bei den jungen Leuten, solche Literatur zu lesen. Ja, mir gefällt es sehr gut. Also wird auf jeden Fall nochmal herreisen. Nicht gefällt, würde ich nicht sagen. Was etwas stressig ist, ist der Verkehr. Den sind wir nicht gewohnt bei uns. Es ist ein sehr hektischer Verkehr mit viel Hupen, und man muss sehr aufpassen auf die Autos. Das sind wir nicht gewohnt. Aber das ist Gewohnheitssache. Das ist genauso. Ich war in viele andere Länder, wie asiatische Länder, da war das ähnlich. Das ist, wenn man die ersten Tage ankommt, ist es gewöhnungsbedürftig, dass man so extrem auf den Verkehr aufpassen muss. In Deutschland sind die Leute sehr interessiert an mir, weil ich sehr oft hier war in Russland, sehr lange Zeit auch, und sie fragen mich immer wieder Dinge über Russland, weil unsere Medien es sehr falsch darstellen, meiner Meinung nach. Viele denken schlecht über Russland, haben Vorurteile, die absolut nicht begründet sind, und ich sage das diesen Personen auch immer wieder. Es gibt auch definitiv einige Befürworter für Russland, aber die allgemeine Grundstimmung ist nicht ganz gut, ist jetzt nicht negativ oder schlecht eingestellt, aber sie ist eher neutral bzw. schlecht. Und ich versuche aber dieses Vorurteil immer auszuräumen, da ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe, sehr positive Erfahrungen. Wenige können Englisch, und es langt immer für das Nötigste, also mit ein bisschen Translation in Englisch und mit den Händen reden, sagen wir, hat man eigentlich immer alles hinbekommen, war eigentlich kein Problem bis jetzt.
Ich finde, in Russland wird man als Deutscher ganz anders wahrgenommen, als ich am Anfang gedacht hätte. Die Leute sind sehr, sehr freundlich zu einem, zuvorkommend, teilweise sogar wirst du bevorzugt behandelt hier. Und dieses Gefühl dieser Umgang, der war mir total fremd, da wir in Deutschland eher abgeneigt sind gegen andere, also Leute aus anderen Ländern. Und ich finde das sehr schade. Und wir müssen das definitiv ändern in Deutschland und könnten uns da eine große Scheibe von Russland abschneiden. Deswegen mag ich das Land sehr gern und vor allem die Leute, aber auch die Landschaften, die hier wundervoll sind. Ich war auch schon in Sibirien drüben und das war echt wundervoll. Ich bin wieder Student. Ich habe bereits gearbeitet. Ich habe eine normale Lehre in Deutschland gemacht als Carpenter oder als Schreiner. Und bin jetzt, nachdem ich mehrere Jahre als Schreiner gearbeitet habe, gehe ich wieder zur Schule und mache jetzt meinen Meister und Techniker. Das ist eine Fachhochschule und mache jetzt meinen Schreiner, Meister und Techniker. Natürlich ist das Vorurteil berechtigt, wir lieben Bier in Deutschland, über alles, eigenes Bier. Wir tragen auch Trachten zu speziellen Anlässen wie Hochzeiten, vielleicht Beerdigungen oder auch zum Oktoberfest natürlich. Und in Bayern haben wir die schönste Gegend und Landschaft, die es auf der Welt gibt, meiner Meinung nach. Und das sind die Alpen. Es ist einfach wundervoll, es ist grün, es sind hohe Berge, es ist traumhaft schön. Ich würde eher noch ganz gern mit Leuten aus der ländlichen Gegend reden, die nicht in der Stadt geboren sind oder aufgewachsen sind, sondern ich würde einfach sehr gern noch Gespräche führen mit welchen Leuten, die von ländlichen Gegenden kommen und mich mit denen insgesamt sehr viel auch über diese Gegenden unterhalten, weil man sieht, Moskau ist jetzt sehr modern geworden und wird überall neu gebaut und verschönert und alles. Und wie es in den ländlichen Gegenden ist, ob da auch was gemacht wird oder ob wirklich nur die Metropolen verschönert werden oder ob auch insgesamt auch die ländliche Gegend moderner wird. Da ich selber in Deutschland wenig reise, sondern eigentlich mehr international, würde ich sagen, auf jeden Fall Bayern finde ich als schönste Gegend, weil wir sehr viel optisch zum Bieten haben und eigentlich mit am meisten Kultur auch zum Bieten haben in Deutschland. Würde ich sagen, dass das auf jeden Fall sehr sehenswert wäre und für ein Reiseziel, wenn jemand nach Deutschland kommen wird, würde ich ihm sagen, nicht nur Berlin oder so die Hauptstadt, sondern auch auf die ländliche Gegend gehen und auch nach Bayern zu kommen. Nein, ich schaue nicht Fernsehen. Was ich am ehesten empfehlen würde, ist wirklich mal in die Berge zu gehen. Und viel Actionsport würde ich empfehlen. Also ich selber arbeite als Skilehrer auch sehr viel oder im Sommer als Mountainbike Guide und einfach mal selber sowas zum Erleben, das würde ich eher empfehlen. Also und Musik und alles ist wieder Geschmackssache. Ich höre so viele verschiedene Richtungen Musik und würde ich jetzt keine direkte Empfehlung aussprechen.